And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Hallo, ich bin die Gertrud aus Villach und ich suche meinen Traumprinzen. Soll ich Gertrud sagen oder Trudi? Bitte Gertrud, weil es gefällt mir besser. Sagt niemand Traudi oder Trudi? Na, keiner. Nur einmal. Nur einmal, dann ist schon vorbei. Warum machen Sie bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen mit? Damit ich in meinem Leben noch den Traumprinzen kennenlernen. Was mir so nicht gelingt, da ich ja nur alleine zu Hause bin und alleine nirgends hingehe. Das ist jetzt auch der Grund für mich gewesen, warum ich mich bei euch anmelde. Dass man mich sieht, dass man weiß, was ich will und dass man vielleicht mir Aufmerksamkeit schenkt. Was ist, wenn die Nachbarin Hildegard sagt, um Gottes Willen, was machst du da? Es ist völlig egal, ob das die Hilde, die Trudi, die Gerti oder die Uli ist. Es ist völlig egal, denn ich bin ich und ich schaue auf mich und ich schaue in die Zukunft. Hauptsache, ich nenne sie Gertrud und nicht Gerti, ne? Ja, genau, Nina, so ist das. Gibt es den Traumprinzen überhaupt? Sicher. Sicher gibt es den. Ein Blick und es überkommt einen. Graumelierte Haare, größer, sportlich elegante Figur und top gekleidet. Auf das lege ich sehr Wert. Richard Gere. Ja, richtig. Ja. Aber mit Kärntner Dialekt. Fällt mir nicht ein, wie der zweite heißt. George Clooney. Ja, mit Kärntner Dialekt, Steirer Dialekt. Bis in die Steiermark geht schon. Jede Frau sagt, sie will den George Clooney. Der muss dauernd Schnackerl haben, weil alle von ihm reden. Brauche nicht, weil ich denke, in meiner Zukunft werde ich einen George Clooney vor mir haben. Eine Kopie? Ja, ähnlich. Die Haare, die Masse der Haare, graumeliert, groß, verkörpert was, hat ein total schönes, sympathisches Lächeln. Und so stellt man sich einen Mann vor. Soll Haare haben, soll sportlich elegant sein. Was meinen Sie, er soll Haare haben? Schon am Kopf, denn ich bin eine Friseurmeisterin, ich liebe Haare. Und es wäre halt schön, wenn er Haare hätte. Wissen viele Herren nicht, wie man sich die Haare richtig frisiert? Naja, ich habe in meinem Alter festgestellt, habe so einige Diäts gehabt von einer App, dass es an der Pflege sehr scheitert bei den Männern. Dass ich da schon einiges zum Aufräumen hätte, was ich ja kann, von Kopf bis Fuß. Aha, Sie würden dann aufräumen von Kopf bis Fuß? Ja, schon. Ja, sapperlaut, Gertrud, wie würden Sie denn aufräumen? Naja, am Kopf beginnend, Gesicht, Maniküre, Pediküre kann ich alles. Bisschen massieren, zart massieren, so zu gewissen Anlässen. Also ich kann einen Mann schon sehr verwöhnen. Welche Sehnsüchte haben Sie im Leben, Gertrud? Ich gehe gern gut essen, wobei einen guten Champagner bevorzuge. Kann auch ein guter Prosecco sein. You look at me and smile. I understand. I know we both won't say a word. Ich stehe schon auf elegante Männer, die herzeigen auch kann. Ich bin selber immer elegant, bin sogar im Jogger elegant. Wie ist man denn im Jogger elegant? Ja, das kommt drauf an, welchen Jogger man hat, Nina. Lieben Sie Tracht? Ein Kärntner Dirndl ohne Dirndl ist kein Dirndl. Aha, da fällt mir jetzt kein Widerspruch ein. Da gibt es ja keinen Widerspruch. Und ich schaue auf ein gepflegtes Äußeres, das habe ich wahnsinnig gern. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn eine Frau einen abgeplattelten Nagellack hat. Das wird man bei mir nie sehen, nie. Ich kann arbeiten den ganzen Tag,
mit den Händen und putzen, aber dann wird am Abend noch gepinselt. Ausgeschlagene Nägel, das ist kein Schick für eine Dame oder eine Frau. Ich bin eine Erscheinung, keine Schlagzeile. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. Ich hab zwei Ehen hinter mir. Das ist, hat leider nicht gehalten. Und ich schaue jetzt in die Zukunft und orientiere mich auch danach. Sind Sie froh, dass die Vergangenheit hinter Ihnen liegt? Ja, bin ich schon. Das Rucksackl hat mir ausgeleert und ich mag mich nur mehr in die Zukunft orientieren. Wie ist es Ihnen mit Corona gegangen? Das war eine schwere Zeit. Man hat sehr viel Einsamkeit erlebt. Einsamkeit ist für mich ganz ein schlimmes Wort, denn ich liebe die Gesellschaft. Und wenn ich dann tagelang alleine in der Wohnung bin und nur mehr Fernsehen kann, und das erdrückt einem. Das ist sehr hart. Ja, ich sehe mich schon sehr nach Zweisamkeit, nach Geborgenheit, im Arm liegen, einen schönen Film schauen. Die will jetzt ankommen in mein Leben und mit den Menschen einfach gemeinsam bis ans Ende der Zeit des Lebens gehen. Can you imagine? Auf den Mann bin ich jetzt echt schon neugierig. Ja, eher. Und ich denke und ich glaube fest daran, dass es den da draußen gibt. Liebe Männer, bitte. La, 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 la.